Hallo meine Lieben, Zeit für die Reise in unsere Albträume, hier in Little Nightmares 2. Es ist endlich soweit. Oh, ohne Witz, ich weiß nicht, wie lange habe ich drauf gewartet? Ein Jahr? Zwei Jahre? Wurde mir von einer guten Freundin empfohlen, dasselbe liebliche Täubchen, was mir gesagt hat, das ist eine Vorgeschichte, weshalb ich auch nicht noch vorgehabt habe, schon noch irgendwie schnell den ersten Teil hier reinzuzwängen, sondern direkt gedacht habe, komm, wir fangen mit dem zweiten an und wenn es euch gefällt, dann gucken wir gerne noch in den ersten Teil rein. Ich liebe die Musik und ich liebe diesen Artstil. Kommt, begeben wir uns zusammen in eine Reise. In ein wunderschön, süß, gruseliges Rätselspiel. Oh, ich freue mich so sehr. Aber nicht die Augen verschließen, ne? Nur weil es zu gruselig ist. Ich sehe euch in der Kommentarspalte genau. Tür. Schnell, ich brauche das Schlüsselschwert. Ich muss die Tür abschließen. Oder aufschließen, die Welten verknüpfen. Böse Tür, böse Tür. Ah, nur ein Traum. Und das hier ist wohl unser Hauptcharakter für Little Nightmares 2. Der kleine Mono. Sagt Hallo zu Mono. Man konnte ja am ersten Teil so nach vorne laufen. Man kann laufen, man kann springen, man kann klettern. Oh, die Musik, das Ambiente ist so wundervoll. Ich habe jetzt versucht, mich stimmungsmäßig anzupassen. Ich bin hier ein bisschen im Dunkeln unterwegs. Ich hoffe, euch gefällt der Look für dieses Spiel. Ich habe gedacht, dann steche ich nicht so sehr raus. Könnte sonst ein bisschen irritieren. Ja, ich meine, ihr müsst sowieso schon mit meiner Facecam kämpfen. Okay, das ist wohl ein Tutorial, wie man hochklettert oder so. Hier, wisst ihr was? Kann ich da irgendwie aktivieren? Nee? Nein? Nicht? Okay. Wahrscheinlich gibt's noch... Okay, damit ducke ich mich. Sprinten gibt's nicht wirklich. Okay, da mit den beiden ducke ich mich. Weiß halt nicht... Hallo? Du hast gesprochen? Okay, damit sucht man ein bisschen raus, um sich umzugucken. In dem Fall versuchen wir es nochmal. Komm, Mono, spring! Ah, und man muss noch spät genug abspringen. Das ist nämlich an die Gamescom, wo ich zwei Cosplayer von den Entwicklern gesehen habe, in den Cosplays von Six und Mono. Kann ich... Ah! Mit ZR gedrückt halten, mit links bewegen. Wir spielen die Switch-Version. Ich glaube, die PlayStation-Version findet ihr auch zu Genüge im Internet, um euch ein kleines Bild zu machen. Ich wollte ein bisschen so auch das Spiel für To-Go haben. Es sieht so schön aus. Also es sieht selbst auf der Switch sehr, sehr schön aus. Ich mag diesen Stil auch ungemein. Ja, und hier beginnt schon der Horror. Beutel voller Leichen. Ich nehme mal den Schuh mit. Vielleicht kann ich den Schuh ja jemanden als Dankeschön oder so anbieten. Ich nehme noch mehr Schuhe mit. Ganz viele Schuhe. Nur für mich. Hier, ich nehme noch einen mit. Gibt es auch einen Fuß gratis dazu? So. Ja, kletter hoch. Darf ich nicht? Soll ich diesen Beutel bewerfen? Okay. Irgendwie nicht. Komm schon, Mono. Oh. Huch. Da hat der Controller mit vibriert. Ich berühre den Fuß. Oh. Okay. Und jetzt? Kann ich irgendwie bewegen oder drehen? Ich versuche jetzt hier gerade
bisschen hin und her zu drehen, aber da passiert nicht allzu viel. Kann ich den Schuh dann vielleicht da hoch an den Fuß werfen? Wo ist der Schuh hin? Ich weiß, dass du hier irgendwo warst. Da, hab dich. Irgendwie funktioniert es noch nicht so wirklich. Soll ich vielleicht an den anderen Fuß greifen? Abwechselnd an die Füße greifen? Okay, greift nur an den. Komisch. Kann ich vielleicht hier hoch? Oh, vielleicht werde ich auch die Greifentaste beim Springen gedrückt halten. Sorry, Leute. Muss hier noch ein bisschen reinkommen. Ich habe die Steuerung vom ersten Teil nicht mehr im Kopf, falls die so ähnlich war. Ich frag mich ja, wie der arme Mono da mitten im Wald gelandet ist. Ich frag mich sowieso, was die Hintergrundgeschichte dieser Welt ist. Ich meine, wir kennen ein paar Orte noch aus dem ersten Teil. Und wie die dort geliefert sind. Das war eine Falle! Frechheit! Also ich bin voll durchgelaufen. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Aber hey, wir haben es überlebt. Wahrscheinlich soll ich dann da das als Fuß benutzen, um da hochzuklettern. Das ist so typisch Tutorial. Man lernt hier die Physik kennen. Die Steuerung ist doch ganz nett. Auch für Leute, die den ersten Teil nicht gespielt haben, das ist ja wie gesagt nicht so schlimm ist bei einem Prequel. So, dann kriech mal weiter. Ah. Puh, das war nicht Y, das ist Y. Ups. Das war mein erster Tod. Macht einen Counter für mich. Tut mir leid, Mono. Das ist das Problem, wenn man Xbox-Controller gewöhnt ist. Lauf, 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 lauf. Oh. Nicht nochmal. Du stirbst mir nicht nochmal. Das war das erste und letzte Mal. Ganz bestimmt. Oh, schaut mal, eine Liane. So sehen Lianen doch aus, nicht wahr? Nicht wahr? Okay, muss ich über den Baumstamm. Yeah. Ich habe mich schon gefragt, aber es sah so nach Hintergrund aus. Ich frage mich, ob Mono Ausdauer hat. Autsch. Ich habe nicht greifen gedrückt. Derselben Song nochmal. Ich hoffe, ihr stellt euch beim Spielen besser an als ich. So. Profi-Modus aktiviert. Ja? Kurbel. Ja. Warum ist das so ungewöhnlich langsam machen? Ah, lass mich raten. Das schießt gleich nach oben. Das war doch klar. Hier gibt es bestimmt auch wieder Sachen zum Sammeln, wenn man sich genau umguckt. Aber hier sieht es irgendwie nicht so nach Verstecken aus. Okay, nehmen wir Anlauf. Spring, mein kleiner Mann. Spring. Tut mir leid, Mono. Irgendwie ist das so bedrückend, wenn sie dann so hart depressiv werden. Oh, ich komme da nicht rüber. Okay, tut mir leid. Ich will ihn auch nicht quälen. Stell dir vor, es gibt ein schlimmeres Ende, je öfter man stirbt. Das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. So, hier Weg runter. Komm schon, das schaut hier nach Weg nach unten aus. Huch, huch! Das sieht man aber auch nicht, das ist gemein gewesen. Ich bekomme hier noch Mitleid mit den Charakteren, jetzt bringe ich sie schon selber und nicht mal das Spiel. Was ist das für ein Einstieg? Und der Witz, so ein verlassener Wald hat halt auch schon so ein paar unheimliche Dinge. Ich erkenne das auch immer wieder bei mir, dass ich halt einfach mal ab und zu im Wald ein bisschen schneller laufe als
ich wahrscheinlich eigentlich müsste, aber man denkt halt immer, da ist jemand. Und in dem Fall jetzt auch ein bisschen so. Ich vertraue diesem Baumstamm nicht. Ich vertraue hier nichts, was eine Falle sein könnte. Oh mein Gott. Jetzt habe ich mich ein bisschen erschrocken. Ist in Ordnung, Mono. Ich habe schon die Lösung unserer Probleme. Das Tutorial ist nicht nett zu mir. So. Ah, jetzt sehe ich die Falle auch besser. Ah, das war fies. Ich wusste doch, dass das eine Falle ist. Naja, das zu wissen bringt halt einem auch nicht viel. Habt ihr inzwischen mitgezählt, wie offen das schon jetzt mein Ende war? Ich glaube, der Terry ist für mich. Oh, das ist so fies. Wer stellt denn die Fallen hier überhaupt hin? Okay, das mit dem Stockgitter ist klug. Kann ich den mitnehmen? Ich bin bewaffnet. Kommt her, meine Albträume. Das wäre jetzt auch um ein Haar schief gegangen, ne? So, kommt zu mir und es gibt Kloppe. Ich guck jetzt genau hin. Krank. Geh da hoch. Da unten ist noch eine. Ich weiß es doch. Jetzt seht zu, wie sie alle zusammen. Ich finde schön, dass hier einen so viele Tanzhaften hinlegen. Da weiß man. Hier ist noch ein bisschen mehr unterwegs. Oh, okay. Oder auch nicht. Ich nehm mal einen mit. Ne? Ich laufe jetzt gleich zurück und wieder in einen rein. Jetzt hätte ich es kommen sehen. So. Oh, geht direkt weiter. Das hätte schief gehen können. Oh nein. Mono, das tut mir leid. Oh, 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 komm, oh, ich dachte schon. Jetzt dachte ich, ich müsste ihn irgendwo reinlaufen lassen. Und jump. Er steht wie eins. Ach, das Licht. Warum sieht das so nach Falle aus, das Licht? Das sieht auch ein bisschen so nach, hier sind wir hergekommen aus. Und die Holzhütten. Ich weiß nicht, ob ich mich hier so wohl fühle mit den ganzen Käfigen. Eigentlich sollten wir direkt drumherum laufen. Aber ich habe das Gefühl, das Spiel lässt nicht wirklich die Wahl, drumherum zu laufen. So, klopf, klopf. Ist da wer? So. Da sind wir. Vielleicht war es jetzt nicht so klug, hier Lärm zu machen. Oh. Lichter flackern. Ich hab Hunger. Kühlschrank, gib mir Essen. Okay, dann gib mir kein Essen. Blöder Kühlschrank. Was bringt mir bitte ein Kühlschrank ohne Essen? Oh. Ach, der hat ein paar schicke Hüte. Hier wäre der Eingang also gewesen. Der Vordereingang.
Kommen wir hier schnell wieder raus, falls was ist? Nein. An den Schalter kommen wir nicht ran. Schalter vor allem an den Türknopf. So, warte ein bisschen schneller, Mono. Da kommen wir auch nicht ran. Okay, dann geht's da hinten weiter. Ein paar nette Bilder, ein Elch an der Wand. Hier sieht's doch heimelig aus, mit dem abgesehen vom ganzen Müll auf dem Boden. Aber will hier schon pingelig sein. So, machen wir mal keine Geräusche. Irgendwie riecht's mir hier nach Tod. Wollknäuel. Ach, die Musik. Oh, ein Kind spielt. Hallo, ich bin da. Ich komme zu dir. Ich werf die Tür ein. Ich komme zu deiner Rettung. Oh. Kann ich außen rumlaufen? Ich hole irgendwas und hole dich da raus. Da. Perfekt. Und hepp. Ist das euer Ernst? Ist das gerade wirklich passiert? Jetzt habe ich nichts zum Prügeln. Ich finde was. Hier, mit dem ganzen Körpergewicht mein junger Freund. Perfekt. Genügend Werkzeuge sind hier, ja. Holen wir die Damen da raus. Mono, du bist unser Held. Hier ist Mono. Oh, die Arme. Erstmal Angst gemacht. So, weg damit. Heb auf, heb auf. Wir haben nicht so viel Zeit. Schätze ich. Ich weiß nicht, wie viel Kaffee unten machen können. Und nach. Hallo, wir sind Freund. Ich weiß, ich habe eine Tüte auf dem Kopf, aber ich bin freundlich. Freunde? Oh, sie hat Angst. Na dann, auf ihr hinterher im nächsten Part von Little Nightmares. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich schalte nächstes Mal wieder ein. Abonnieren, Glocke läuten, damit ihr den nächsten Part nicht verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bye, bye.